Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4 im Überlebensmodus. Und wir gehen heute in die Battlezone, um da die nächsten Kerne zu finden. Ich habe im Internet eine Liste gefunden, wo sie sich alle befinden, in welchen Gebäuden. Und das heißt, wir haben da auf jeden Fall noch ein paar Möglichkeiten, diese zu finden. Willkommen zur Robco Battlezone. Nehmen Sie Platz. Unsere nächste Show beginnt in Nähern Minuten. Sie sich und eben. Okay. Ich verstehe. Battlezone. Ja, die battlen sich hier alle schon ganz gut. Du stehst bestimmt gleich auf, oder? Einfach mal die Shotty mitten ins Gesicht, wo auch immer sein Gesicht ist. Aber ich darf nicht mehr alles mitnehmen. Nur ein paar. Oh Gott! Wo hast du dich verkrochen? Verdammt! Nichts gefunden. Nur ein paar Sachen. Warum haben die das Weite gesucht? Hey, ich will da unten. Lass mich da unten. Geht doch. Wo sind die anderen? Ist der, der mich sieht? Egal, wir sind wegen den Starkern hier. Ne, Kollege? Hast du Aluminium für mich? Ich würde sehr gerne eigentlich meinen Helm wieder anziehen, um Licht zu haben, aber darf nicht. Hier sollen also 6 Stück sein, ja? Sind wir uns mal überrascht. Dein Pip-Boy hört sich wenig begeistert an. Erst wenn wir von hier verschwinden. Ja, bitte! Umhebungen, negativer Kontakt. Endgültig Feind weg? Nutzt Guerilla-Taktiken. Ich sehe dich nicht. Nimm das. Oh, du siehst sie aber. Alles gut. Der überlebte Kampf. Bist du noch hoch? Hör dich so an. Ein bisschen Angst. So, Munition. Bin zwar schon übelst voll, aber ich kann einfach nicht widerstehen, wenn ich Munition sehe. Ah, Starkern. So. Haben wir schon mal den ersten. Ich habe auch noch nicht geguckt, wo in dem anderen Gebäude der Starkern sein soll. Aber das werden wir auch noch machen. Wir werden hier sowieso noch ganz viel Zeit verbringen. In dieser Butze. Da müssen wir uns keine Sorgen machen. 2 Starkerne. Und irgendwie Dampf, der aus dem Boden kommt. Verehrte Zuschauer! Sind Sie bereit für unglaubliche Action? Oh oh. Sind Sie bereit für aufregende Kämpfe? Sind Sie bereit, den neuesten Robotern beim Kampf in der ultimativen Vorführung zuzusehen? Dann ist es Zeit für die Robco Battlezone. Jetzt. Ich zieh mir was zu trinken rein oder essen auch? Im Ring. Nein. Okay. Robcos Galactrons. Erleben Sie, wie die Galactrons dank ihrer High-End-Laser kurzen Prozess mit diesen Autobots machen. Achtung, hier ist jetzt eine Flüchtling wurde. Was für eine Show! Kann überhaupt etwas gegen den Galactron bestehen? Erfahren Sie es jetzt! Es wird Zeit für ein Duell gegen Robcos mächtigen Novatron! Was? Nähern Sie sich und geben Sie sich zu erkennen. Rechtschaffenen Bürgern wird kein Leid geschehen. Sollen wir jetzt verstecken? Verzieh dich! Du bist unsichtbar, das ist unfair. Komm doch her. Komm doch her zu mir. Oh, hier. Nein, das war nicht so gemeint. Ich hab dich abgespeichert. Lass mich in Ruhe. Höhere Eliminierung sofort. Du bist gut. Du bist gut. Unglaublich. Lust auf mehr? Nein. Bitteschön, da Nein. kommen sie. 2 top aktuelle Novatrons. Hinterhalt, Hinterhalt. Defensivprotokolle aktiviert. Ach, die kämpfen gegeneinander. Lol. Ich hätte mir das Ganze sparen können, ne? Der Kampf, Nein. den alle gewartet Nein. haben. Die Spitzenklasse Nein. der High-End-Robotertechnik. Der einzige, der wahre Robco Weltraum-Wachbot. Analyse
auf zu schicken. Sind auch nur Bowlingkugeln mit schlechter Laune. Ist okay, ja? Komm, lass mich in Ruhe. Die sind hier irgendwo. Ich will dich hacken, komm! Weltraum-Wachbot-Auslöser. Der Auslöscher. Ja! Was für ein Kampf! Was für ein Kampf! Hoffentlich hat es Ihnen gefallen. Nein. Bitte gehen Sie durch die Türen auf der unteren Ebene hinaus. Und vergessen Sie nicht, im Robco-Andenkenladen Ihr persönliches Souvenir des heutigen Kampfes zu erstehen. Vielen Dank, dass Sie die Robco Battlezone besucht haben. Nein. So. Hier geht's anscheinend nirgendwo lang. Hier kamen hier nur die Roboter raus, ne? Ja. Hier ist gar nichts. Ich bin einfach in die Battlezone reingegangen. Wow. Ja gut, für zwei Kerne. Ich hätte auch einfach rausgehen können. Einfach hier sagen können, nö, ist nicht. Und das war's. Aber nein, Zero wird kämpfen. So. Bin zu müde. Auch im Bett. Hier muss es doch auch irgendwo Schlafzimmer geben für, ich weiß nicht, den Big Boss, dass er sich kurz hinlegen kann. Bin der Big Boss. Mittig? Nein. Mittig der mittigen Position und der rechten. Geschafft. Ui. Hier wäre zumindest ein Starkern gewesen. Initiiere Suche nach feindlichem Ziel. Aber hier muss doch irgendwann mal jemand hergekommen sein und sich gedacht haben, Achtung, der Flüchtling. 900 Tickets hinzugefügt, ja. Cool. Gefährlich betrachtet werden. Ach, da bist du ja, mein Kleiner. Flüchtling wurde lokalisiert. Ich töte. War der legendär? Das war ein Lucky Shot. Meine Rüstung ist auch nicht mehr vorhanden. Und ich muss mir jetzt was zu essen reinziehen. Ich habe mir schon zu viele Stimpacks reingezogen. Das ziehen wir uns mal rein. Gib mir TP, ne? Bumm. Wieso nicht? Wir trinken das sowieso sonst nie. Irgendwann müssen wir es mal trinken. Ich frag mich, was wir mit den Tickets kaufen können. Vielleicht ultimative Waffen? Das wär's. Versuchen Sie nicht zu fliehen. Sie werden identifiziert und bestraft werden. 4 von 6. Keine Kosten gescheut, was? Sätze, Suche, ich bin schon ein bisschen, ja. Überleben. Also, entdeckt, Kampf, wollte mein TP nicht irgendwie steigen oder so? Einstellen. Hallo? Gott, es steigt, aber oh mein Gott, wie langsam. Oh Gott. Okay. Zumindest haben wir so ein bisschen Regeneration drin. Okay, ein Starkern fehlt uns noch. Gratis Erfahrung. Ist der letzte Starkern immer besonders versteckt, oder? Bin ich nur zu blöd, den zu finden. Hm. Ich kann doch sprinten. Achso, ich habe mir Nuka-Cola reingezogen. Stimmt. Aber wo könnte der letzte Starkern wieder versteckt sein? Hast du einen Starkern gesehen? Alter, war doch legendär da hinten, ne? Ich hab da die Tür gesehen, keine Sorge. Gerade was mir da gefallen. Rechtes Bein reduziert ihn durch menschenverursachten Schaden. Nützliches? Nö. Du bist genauso enttäuscht wie ich, oder? Das ist Snooker World.
Eine alte Tastatur, aber... Kann doch nicht euer Ernst sein, dass man hier alles suchen muss. Oh, Nuka-Cola. Kann ich gut gebrauchen, weil jetzt ich... Perfekt. Nuka-Ray-Rezept? Ich dachte... Okay. Ich wollte es aber nur so mitnehmen. Der und die leeren Flaschen, die wir mit... Die Hunde gegangen, nicht wahr? Um damit... schmutziges Wasser herzustellen. Also ich befürchte, wir müssen... Ja, nach oben. Alter, waren wir doch gerade. Da ist doch hier die reinste Verarsche. Ausgerechnet der letzte Tag, wenn man ein Problem macht. Vielleicht ist hier doch irgendwo noch irgendwas, wo ich noch nicht war. Geh nochmal die Treppe hoch. Oder waren wir hier drin schon mal? Ja, das ist der Anfang. Hier oben irgendwas übersehen? Starcan vielleicht? Hier drunter? Ihr seid doch kacke wie Fester, ganz ehrlich. Ihr seid kacke. Gut, Augen auf Jungs. Wenn ihr einen Starcan seht, gebt mir Bescheid. Ich glaube nicht, dass einer von denen den dabei hat, oder? Das dicke Viech? Ach, mein Jetpack ist auch kaputt. Es ist so traurig. Ich fühle mich so ein bisschen verarscht. Oder ich bin einfach nur komplett blind. Das ist gut möglich. Hallo? Wie komme ich da rein? Da sehen wir schon mal, ich habe eine Sache schon mal übersehen. Komm schon. Komm schon, Spiel. Das tut doch nicht Not, oder? Cool. Victory! Nochmal ganz langsame Erholung. Hat auch kein Starcan dabei. Nicht mal ein Bett hat er hier. Hey, das ist auch nichts. Wo versteckt man denn einen Stark her? Ups! Und wir bräuchten einen Platz, um unsere Powerrüstung mal zu reparieren. Das wäre echt cool. Weil so kommen wir jetzt nicht weit. Ganz ehrlich, Jungs. Ich gehe hier raus. Es hat keinen Sinn, hier irgendwas zu suchen. Hallo, ich hab gleich gesehen. Sagen, ich gehe raus und schnapp mir den letzten dann alleine. Weil wir hier jetzt stundenlang zu verbringen oder was zu suchen. Das muss, glaube ich, nicht sein. Wir überprüfen nochmal die Räume, die wir geknackt haben. Hier sind noch ganz viele Tickets. Kein Starcan. Komm schon, sei hier drin. Auf irgendeine Art und Weise musst du auch hier drin sein. Wie schön. Gut, dann halt nicht. Okay, wir haben ja noch den anderen Raum, den wir aufgeschlossen haben. Also. Gut, gehen wir raus. Ich komme wieder, aber wir gehen einen anderen Weg raus.
Doch, gern. Ja, warum nicht? Ja, cool, jetzt haben wir alle. Das heißt, der andere muss genauso billig versteckt sein, den wir nicht kennen. Und wahrscheinlich bin ich da 5-mal drauf vorbeigelaufen. Und niemand hat's gesehen. Nicht mal ich selber. Ja. So, dann zum nächsten Gebäude. Ich muss mir unbedingt die Liste abschreiben oder rauskopieren, um durchzustreichen, wo ich schon überall war. Ist hier vielleicht ein Starcan drin? Über anderes Zeug. Aus dem Weg, Mann. Jetzt lass mich doch mal sammeln. Aufgrund unvorhergesehener Umstände. Gut, und wir haben natürlich auch wieder einen Hut, wie ihr seht. Und dem Nuka-Cola Dark Knight bis auf weiteres verschoben. Da gehen wir jetzt hin. Da musste das sein, ne? Ja. Zum nächsten. Ach, ich kann nicht sprinten, ne? Okay, ziehen wir uns ein paar Nuka-Cola rein. Bis wir ein Bett finden. Was? Dein Begräbnis. Wer wagt es? Ja, werf Granaten. Granaten ist die Lösung. Idiot. Für empfindliche Gäste sind am Eingang des Tempin-Karussells Fettbeutel Elten. Hier waren wir ja noch nicht, ne? Ach, das war der. Der Handy. Kann leider auch nur befahren werden, bis wir den Strom angeschaltet haben. Wie auch immer das funktionieren wird, ich weiß es nicht. Was zum Teufel machst du da? Das ist doch echt. Der hat doch echt eine Waffel, oder? Lauf ich richtig? Ja. Das müsste das Riesenrad sein, oder? Sieht ja auf jeden Fall so aus. Oh! Hä? Was? Hä? Was? Hä? Was? Hä? Was genau ist da passiert? Ich hab dann zwar einen Gegner gesehen, gerade als ich gestorben bin, aber. Hä? Jetzt hast du ein Problem! Achtung! Alle Maschinenvorstellungen von Das Phantom der Nuka im Parler. Das Phantom der Nuka. Für die Abendvorstellungen sind okay, was zur Hölle ist da gerade passiert? Warum wurde ich instant getötet? Und was? Was bestimmt nicht du. Die finden wir schon. Was hast du noch so drauf? Was zum Teufel hat mich gerade... Hoffen wir, dass die nicht wiederkommen. Wie ich die Bots hasse. Spielen wir jetzt verstecken? Da bist du ja. So, wir müssen uns mit Nuka-Cola oben halten. Oh, nein, du wirfst nicht zu uns. Oh, gut. Granate! Ist kaputt. Scheiße. Hör auf, Granaten zu werfen. Ich weiß, ich hab sie dir ge... Da ist doch keiner mehr. Ich tue der Welt hier einen Gefallen. Indem du Granaten wirfst. Okay, ist klar. Nuka Galaxy. Gibt's hier vielleicht ein Bettchen für mich? Ah, ein Starcan. Ja, zumindest habe ich schon mal 3 auf dem Gelände gefunden. Fehlen ja nur noch 4. Haben sich wohl aus dem Staub gemacht. Feind ist entkommen. Ja, halt's mal. Beschreibung an entsprechende Strafverfolgungsbehörden. Händel hat uns alle reingeritten. Wir brauchten nur 1-2 Stunden, um alle Kerne einzusammeln. Aber der Mistkerl wollte nicht warten. Ich hatte kaum meine erste Konsole erreicht, als ich die Schüsse hörte. Verteidigungsmodus. Und ohne die Kerne kann er nichts steuern. Jetzt sitze ich hinter einem gottverdammten Verkaufsstand fest. Was mit den anderen geschehen ist, weiß ich nicht. Und im Gegensatz zu Coulters Banden schlafen diese Roboter nicht. Es gibt keinen Ausweg. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie mich finden.
Ja, anscheinend haben sie dich gefunden, aber naja. So, das heißt, der Starcan, den ich eingesammelt habe, war der, den sie gesehen hat. Darf ich die? Ach, man kann einfach die Outfits nehmen. Willst du dir eine Sammlung aufbauen oder was? Ja, kaputte Aludosen. Das ist meine Sammlung. Okay, wir müssen die Türe finden. Versuchen Sie ja, wenn es nicht anders geht. Der Gerechtigkeit wird schnell und fair Genüge getan werden. Nee, lass mich in Ruhe, Mann. Ich kann schon wieder nicht sprinten, ne? Ich brauche ein Bett. Mehr will ich doch gar nicht. Hoppla, Fieberblüten gegessen. So, Müdigkeit wieder runtergegangen. Ah, hi. Ich hasse es, ne? Dieser Verkaufsautomat. Oh, warte mal. Ich hab ein Turret gehört. Ich hab dich gehört. Das ist echt. Ich bin noch nie so oft gestorben wie in diesem DLC. Noch nie. Ach, jetzt bin ich hier gelandet. Na komm, Bro. Das nehmen wir wieder mit. Offenbar haben die das Weite gesucht. Und das Outfit. Entkommen. Sende Beschreibung an entsprechende Strafverfolgungsbehörden. Dann gehen wir halt diesmal hier lang. Komm. Starkern. Ein Starkern. Aber ich vermute fast schon, hier oben könnte irgendwas sein. Nicht identifizierter. Ja, hast du richtig gut erkannt. Man sollte das Zeug wohl nicht verkommen lassen. Na, wenn da oben nicht die geilste Scheiße auf der Welt ist, ne, dann weiß ich auch nicht. Aber wir haben auf jeden Fall einen Überblick da oben. Das ist schon ein Anfang. Und hätte ich jetzt ein Jetpack, obwohl ich kann auch so runterspringen, ne? Und Fahrstuhl. Starcan! 4 von 7. Gott leckt das hier. Wow, 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 wow. Bestimmt. Ach, das ist eine Attraktion. Ach so. Nee. Oder hat es rumgebackt? Ich weiß es nicht. Was wird das denn? Ja, er kriegt ja hier einen halben Herzinfarkt. Nuka Galaxy. Komm. Starcan habe ich mitgenommen, ne? Ja. Okay. Suchen wir also alles hier in Nuka Galaxy zusammen, ne? Auf Cola 5 wird angegriffen. Aber das, Freunde, das ist ja der Diverse morgen. Morgen sammeln wir hier die Kerne ein und dann muss ich auf jeden Fall demnächst mal in diesem einen Gebäude vorbeischauen, im Starlight Express, um da noch das letzte zu finden. Auf dem Gelände sind noch ein paar. Da schauen wir uns noch ein bisschen um. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero und tschüss.